Vor kurzem hatte ich ein langes Gespräch mit einer Frau, die mir berichtete, wie es gerade in ihrem Leben so abgeht. Sie lebte wirklich in Wahrnehmungen von Negativen, von Betrübten, von Lebensumständen, die gegen sie standen, von Beziehungen, die nicht richtig geklärt waren, von einfach wirklich Stress in ihren Gedanken, in ihrem Körper und überhaupt in ihrem Leben. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die im Moment in tiefer Trauer stecken, die in betrübten Gedanken stehen. Wenn man sie fragt, wie geht es dir, dass sie sagen, ich bin eigentlich unglücklich. Da ist kein Sinn, da ist nichts Frohes, nichts Buntes, gar nichts mehr, sondern es ist ein betrübter Geist, in dem sie wohnen. Wenn du dich heute in dieser Situation befindest, dann möchte ich dir dieses alte Jesaja-Wort zusprechen. Ich habe das immer wieder in meinem Leben auch schon gelesen und ich finde das so genial, dass da nicht diese Betrübnis, diese negative Geistgedanken drin bleiben, nicht stecken bleiben, sondern dass es da eine Antwort gibt, eine Gegenantwort von Gott. Dass Gott dir etwas geben möchtest, wenn du trauerst. Dass Gott dir etwas geben möchtest, wenn du in einem betrübten Geist lebst. Denn da steht, er wird die Trauernden trösten, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Gott möchte sich in deinem Leben verherrlichen. Das ist die Position, die er für dein Leben vorgesehen hat. Er möchte dich rausholen aus Trauer, aus Verzagtheit, aus betrübten Gedanken, aus depressiven Gedanken. Er möchte dir dieses Ruhmesgewand geben. Er möchte dir einen Kopfschmuck statt dieser Asche auf deinem Haupt geben. Er möchte dich mit seinem Freudenöl salben. Er möchte das alles entgegengesetzt von dem, was du empfindest. Das möchte er tun. Er will dir dieses Freudengewand heute umlegen, diesen Mantel der Gerechtigkeit. Du sollst eine Pflanzung des Herrn werden. Das heißt, du wirst Frucht bringen in deinem Leben. Ergreif das heute neu. Ergreif das für dein Leben. Nimm diesen Kopfschmuck, dieses Gewand, dieses, was die Trauer und diesen negativen, frustrierenden und verzagten Geist auflösen wird. Gott hat mehr für dich.